Mr. Hanks, noch 10 Sekunden. Okay, Harold, ich komme. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Neue Woche in Ihrem Familiensender. Ist das schon wieder eine Stimmung hier? Vielen Dank! Meine Damen und Herren, dieser Applaus, meine Damen und Herren, zeigt Start in eine neue Woche, meine Damen und Herren. Und heute Abend ist nicht nur unser großartiger Kollege Michael Mittermeier aus München hier zu Gast, sondern der Mann, der die Sensation geschafft hat, nicht nur 2 Oscars zu gewinnen, sondern 2 Oscars in 2 Jahren hintereinander. Bei uns heute Abend, meine Damen und Herren, Tom Hanks. Unvorstellbar, oder? Für mich noch vor wenigen Sekunden ein Traum. Und jetzt bereits. Und ich bin heute eigentlich schon durch den Schnee hierher gegangen und ich war so glücklich, weil ich habe ja heute Morgen so groß in der Zeitung gelesen. Kurz nach dem Aufwachen, um 11:30 sah ich zu meinem Fahrer, ich sag zu meinem Fahrer, Özgür! Özgür! Was gibt's Neues? Und Özgür bringt mir die Zeitung und sagt, Seffe! Konstantin Wecker ist Vater! Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Konstantin Wecker ist Vater eines Sohnes geworden. Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, der Junge heißt Valentin Balthasar, wenn ich richtig gelesen habe. Ja, und der Junge wiegt 3000 Gramm. Ja. Gramm, früher in schlechten Zeiten eine Tagesration von Conny Wecker. Früher! Ja. Meine Damen und Herren, wie heißt nochmal der Mann von Corinna? Ah, Michael Schumacher. Michael Schumacher, unser super Formel-1-Fahrer, meine Damen und Herren. Michael Schumacher hat einen super nagelneuen Ferrari. Nigelnagelneu. Und das Sensationelle am neuen Ferrari, er fährt. Darauf ist man stolz. Und heute Mittag ist mir auch eingefallen, ja, was haben Michael Jackson und Michael Schumacher gemeinsam? Was haben Michael Jackson und der neue Ferrari von Michael Schumacher gemeinsam? Eine neue Nase! Meine Damen und Herren, ja, ich habe... Und ich sag dann, gegen 2 Uhr sage ich, sag mal, Özgür, ist das Wasser in meinem Jacuzzi eingelassen? Ja. Beeil dich mal einmal, 400 Liter können doch nicht so lange dauern. Und da sagt mir Özgür, liest mir vor vom Jacuzzi-Rand, liest er mir vor, der neue Ferrari von Schumi hat 10 Geheimnisse, meine Damen und Herren. 10 Geheimnisse hat dieses neue Superauto. Das größte Geheimnis des neuen Ferrari, wo ist der Tank? Man hat den Heckspoiler stabilisiert. Und das war notwendig, denn der alte ist beim Wegschieben schnell mal abgebrochen. Ja, das war schon wichtig, dass das alles ein bisschen stabiler ist. Und ich glaube, dass die Konkurrenz wird jetzt sehr, sehr nervös werden. Denn er hat beim Motor von Schumis Ferrari die Lufthutze nach hinten gesetzt. Ja, die Lufthutze ist zurückgesetzt worden. Ich sag mir, das hätte einem doch früher einfallen können, oder? Ich sag mal, guck mal nach der Lufthutze. Ja, steht da hinten und wühlt in ihrer Handtasche. Nein! Nach der Lufthutze am Auto. Auf den Wunsch von Corinna hin hat der Ferrari jetzt einen größeren Kofferraum als früher. Man hat ja kaum mal was. Das ganze Beauty-Case immer gescheppert in den Kurven und so. Und der Ferrari hat Zentralverriegelung, denn man ist ja doch oft in Italien unterwegs. Hey! Ich habe mich gefragt,
Was hat man bei Ferrari mit dem alten Ferrari gemacht? Vielleicht zu Deu gegeben? Sie wissen, 4000 Mark, her mit der alten Möhre. Ich weiß nicht, vielleicht zu Deu. Und Schumi hat auch eine neue Ausrüstung. Schumi hat jetzt einen dritten Daumen. Einen Daumen extra, einfach zum Hochrecken, weil der neue Ferrari ist so geil, dass zwei Daumen nicht mehr gereicht hatten. Der Einzige, der ein bisschen irritiert war bei der Pressekonferenz, war Niki Lauda. Weiß nicht, irgendwie unkonzentriert, hat nur mit einem halben Ohr hingehört. Ja. Was gibt es Neues, meine Damen und Herren, im sympathischsten Sportverein Deutschlands? Hier sind unsere FC Bayern News. Und zwar, ja, FC Bayern News, schauen Sie das. Lassen Mehmet nicht zum Deppen machen. Schon ausländerfreundlich geschrieben. Lassen Mehmet nicht zum Deppen machen. Mehmet, halte Mütze, Deutschland viel kalt. Lassen Mehmet nicht zum Deppen machen, Bayern. Viel gut, Bayern. Ja. Weil Mehmet. Ich hab gelesen. Sie haben auch vielleicht in der Zeitung gelesen, Mehmet wollte ja Radost eine buckeln. Und Radost Bokel kam aus dem Urlaub zurück und sagt: Ich kenne ihn nicht, ich stehe nicht auf ihn, ich habe einen Freund. Also, was wird aus dieser jungen. Aus diesem Flirt, ich weiß nicht, ich hoffe, wir werden weiteres darüber erfahren, um Sie auf dem Laufenden zu halten, meine Damen und Herren. Etwas, sind Sie Raucher? Nein, nicht. Die Europäische Union, die EU, will die Tabakwerbung verbieten. Haben Sie auch gehört? Ja, stellen Sie sowas vor. Keine Tabakwerbung mehr, weder auf Plakaten, noch in der Zeitung, noch im Kino. Und sollen denn auch diese Mädels verboten werden, die abends so dieses Marlboro-Gewinnspiel in den Kneipen rumtragen? Ich meine, müssen die denn alle wieder auf den Strich? Bevor es soweit kommt, hätte ich noch gerne die Privatanschrift von diesem neuesten Mädchen aus der Ich-Rauche-Gern-Werbung. Kennen Sie? Wir haben uns heute Mittag mal überlegt, wer sind denn die wirklich geilen Weiber aus der Werbung? Oder? Für mich zurzeit die absolut attraktivste Katja Hoffmann. Kennen Sie? 18 Jahre Apothekerlehrling Dresdner Bank. 18 die erste Stelle, 19 der erste Frust, 20 das erste Gehalt. Dann sehr gut auch diese beiden Frauen aus der Westwerbung. Kennen Sie die? Der auf diesem Flugzeugträger. Die eine nur im Overall und die andere so mit diesem Helm. Ist es mal aufgefallen? Müssen wir mal drauf achten. Sie kennen bestimmt das. Also, das setzt diese Fantasien frei. Wissen Sie, diese Frauen in Uniform, dieses. Ja, die den Starfighter mit den Händen bremsen, wenn er zurückkommt. Ja? Und sehr gut auch diese Frau in der Ford-Werbung, diese Blonde, die, ja, haben Sie auch gesehen, kennen Sie, ja? Die so an der Bushaltestelle vorbeifährt und dann den Männern so, ich glaube, es ist das Kinn nach oben klappt. Diese blonde Frau, ja. Und auf wen niemand von uns steht, das ist die Frau aus der Diebels-Werbung, die den Fernseher abschaltet und dann meint der Mann, er muss mit ihr spazieren fahren und dann gehen sie zum Fußball. Haben Sie mal gesehen? Oder? Ja. Nein, das glaubt keiner. Doch, das ist so. Gestern war welcher große Feiertag in Deutschland? Sehr gut. Sehr gut, die heiligen drei Könige. Und wie heißen die? Das ist Grundwissen. Genau, Elber, Bobic und Balakow. Ja. Bianca Ilgner zum Kurzbesuch hier. Herzlich willkommen, Bianca Ilgner. Zurück aus Madrid. Ja, im Grunde ist ja Sternsinger so der erste Schritt zur neuen Boygroup, für viele, die da anfangen. Ja. Und ich sage immer, es ist gar nicht schlecht, wenn die jungen Kinder Sternsingen gehen, weil so eine Grundausbildung im Betteln kann nie schaden. Oder? Ja. Ich habe als Kind immer geglaubt, einer von den Sternsingern wird schwarz angemalt, damit er besser singen kann. Und ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ja, in der ehemaligen DDR waren ja alle Sternsinger weiß. Haben Sie das gewusst? Es gab ja keine schwarze Schuhcreme. Ja.
unglaublich. Bei 15 Grad minus übernachten diese Fans vor dem Kapitol nur mit einer DDR-Fahne bedeckt. Das sind Fans. Ja, das sind Fans. Die drei Könige, das wissen Sie ja vielleicht, waren drei Weise, die aus dem Morgenland kamen und dem Stern von Bethlehem folgten. Und sie zogen zum neugeborenen König der Juden, wie das in der Bibel hieß, um ihn zu huldigen. Und sie schenkten ihm Weihrauch, Wenke und Gold und Myrrhe. Und hey, ist alt und gut, kommt immer noch gut. Ist schon sehr alt. Ja, aber ist schon gut. Und sie wurden dann zu den Legendenkönigen Kaspar, Melchior und Balthasar erhoben im 9. Jahrhundert. Das Fest Epiphanias am 6. Januar, Offenbarung des göttlichen Kindes Epiphanias, heute bekannt als der Dreikönigstag. Und viele werden sich fragen, wann kamen eigentlich diese Gebeine hier in den Schrein des Kölner Doms? Das war 1164. Erzbischof Reinhard von Dassel hat die Gebeine. Was denn, Streber? Das interessiert die Leute. Das ist mal was anderes. Ja. Reinhard von Dassel, Erzbischof. Reinhard von Dassel hat sie überführen lassen, die Gebeine. Und Nikolaus von Verdun stuft dann den Schrein des Kölner Doms. Aber das ist Allgemeinbildung, was sage ich hier? Das ist ja. Ja. Meine Damen und Herren, haben Sie gestern gesehen? Titelgeschichte Fokus. Hamburg ist die Karrierehauptstadt in Deutschland. Haben Sie gelesen? Wenn Sie richtig Karriere machen wollen, dann müssen Sie nach Hamburg gehen. Und wir haben gefragt, Hamburg ist Platz 1 für die Karriere. Platz 2, Leimen, dann kommt Brühl und dann kommt Kerpen. Das sind die Städte, wo Sie ganz große internationale Karriere machen können. Hamburg hat das größte Einkommen pro Fischkopf. Pro Kopf. Pro Kopf, ja. Obwohl... Ich sage es nochmal. Nicht jeder, der in Hamburg auf der Straße steht, ist arbeitslos. Kommt drauf an, wo Sie herkommen. Ja? Haben wir doch diesen super tollen Atlas von Hamburg? Wir hatten einen großartigen Atlas, aber ich glaube, er ist draußen verlost worden für einen sehr guten Zweck. Nein, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem großartigen Versuch. Und ich möchte Ihnen jetzt beweisen, mit ganz einfachen physikalischen Tricks, wie schwierig ist es festzustellen, wie kalt ist es wirklich? Manche sagen, es ist so kalt, manche sagen, ist das kalt. Wie kalt ist es wirklich? Und dazu hilft mir meine großartige Kollegin und Assistentin Pam. Hallo Pam. Es ist frohes neues Jahr, Pam. Es ist absolut horrormäßig kalt draußen und wir haben einen Wackelpudding und einen Goldfisch im Glas. Und diese Tiere zeigen uns ja, wann es wirklich so richtig 20 Grad unter Null hat. Und ich würde sagen, Pam, nimm bitte das Goldfischglas, nimm den Pudding. Es ist saukalt draußen und wir gehen mal raus. Es hat mindestens 15 Grad unter Null, oder? Man jagt eigentlich bei diesem Wetter keinen Hund vor das Haus. Aber ich möchte es doch mal endgültig. Jetzt nichts verschütten. Hallo, unser Kollege von der Sicherheit, vielleicht kommen Sie noch kurz mit raus. So, gehen wir raus. Bisschen zügig, ich möchte nicht ewig in der Kälte rumstehen. Und dann könnten wir mal, vielleicht stellen wir es einfach mal hier hin. So, geht's? Ich kann es ja schlecht anfassen mit dem Muff. So. Es ist doch so eiskalt, oder? So. Hier ist die Götterspeise, hier ist der Goldfisch im Glas und unser Sicherheitsmann. Ich würde sagen, passen Sie bitte auf, dass da nichts schief geht. Und der Fisch, der fühlt sich also pudelwohl, sozusagen wie ein Fisch im Wasser. Und Pamela, du beobachtest auch ein bisschen. Und dann melden wir uns von drinnen aus der Wärme und wollen mal sehen, wie kalt es wirklich ist. Ja? Ich gehe wieder rein. Also das ist ja sowas von kalt. Aber der Mantel hält doch ein bisschen ab. Und Pamela, nicht weggehen. Ne?
weil ich habe Angst, dass da, möchte niemand verdächtigen, aber es wird ja doch sehr, sehr viel. Tom Hanks heute Abend hier bei uns, meine Damen und Herren, und sensationelle Neuigkeiten aus dem Internet. Es ist so saukalt. Wirklich. Ich habe so gefroren. Ach, gestern war übrigens was sehr Interessantes. Haben Sie das gelesen? Im Spiegel ein kurzes Interview mit Boris. Und ja, und zwar Boris hat gesagt, dass Tennis das auch nicht mehr so, wie es früher mal war. Schauen Sie mal hier. Hier sagt er die für mich faszinierendste Passage. Ja, schauen Sie hier. Es sind so viele Mikrofone auf dem Platz. Wenn wir einen Furz lassen, werden wir gesperrt. Ja? Ja. Und das muss man sich mal vorstellen. Das kann ich nachvollziehen. Wenn man wirklich so unter Beobachtung und Kontrolle steht, dass man sich überhaupt nichts mehr traut. Schrecklich stelle ich mir das vor. Gestern war, wie gesagt, das Fest der Heiligen Drei Könige und viele haben die Gelegenheit wahrgenommen, den Christbaum aus dem Fenster zu werfen, in der Hoffnung, man trifft die abreisende Schwiegermutter. Und wir wollen auch diesen schönen alten Brauch hier pflegen, meine Damen und Herren. Und dazu bediene ich unseren supermodernen Hightech-Türöffner. Ah. Sind Sie die Heiligen Drei Könige? Wir sind die vier Weisen aus dem Morgenland. Wir sind auf der Suche nach Christbaumpfand. Geleitet hat uns der Abendstern. Wir hätten eure Tanne gern. Drum geht uns jetzt den Nadelbaum, sonst müssen wir ihn leider klauen. Wir bringen die Fichte zurück in den Forst, denn wir sind Kaspar, Melchior, Balthasar und Horst. Hey! Ihr nehmt den Baum mit? Nee, ja. Kein Problem. Obwohl, das ist ja vielleicht gar nicht so bekannt, eigentlich endet ja der Weihnachtsfestkreis erst am 2. Februar. Habe ich recht? Mariä Lichtmess. Und ich dachte, das heißt Maria Lichtmess, aber es heißt Mariä Lichtmess, weil Mariä ist, glaube ich, in dem Fall ein Genitiv. Mariä Lichtmess, der 2. Februar. Ist das ein Genitiv? Weißt du das zufällig, Helmut? Ja, ich denke auch, ja. Es ist ein Genitiv. Man sagt ja auch Mariä Himmelfahrt. Bitte? Mariä Himmelfahrt. Heißt das auch Mariä Himmelfahrt? Mhm. Bist du eigentlich auch so ein großer Tom Hanks-Fan? Ja, klar. Ja. Klar. Apollo 13 war super. Ne? Ist das dein Lieblingsfilm von Tom Hanks? Ganz ja. Toll, ja. Apollo 13. Natürlich, Forrest Gump, Philadelphia. Ja, Forrest Gump natürlich, Philadelphia. Sleepless in Seattle, meine Damen und Herren. Und nachher hier bei uns. Tom Hanks! Ich glaube, da trinke ich erstmal ein Schluck deutsches Wasser. In der einzigen Sendung im deutschen Fernsehen auf live deutsches Wasser getrunken wird. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Viele fragen sich eigentlich immer, sag mal, jeden Abend bei euch diese nette Stimmung, diese gute Laune, ist das wirklich so harmonisch? Nein, leider nicht immer. Es geht bei uns teilweise hinter den Kulissen ganz schön hart zu, meine Damen und Herren. Und wir wollen Ihnen schonungslos und hemmungslos zeigen, wie es wirklich zugeht. Hinter den Kulissen des Kapitol, Folge 4 unseres Kapitol-Clan. Harald Schmidt als Harald Schmidt. Helmut Zerlett als Helmut Zerlett.
Frau Asenbaum als Waltraud Schmidt. Maria Mercedes Meralda de Santiago Escordial als Inge. Und Jörg Grabosch als Produzent. Dem brillanten Entertainer Harald Schmidt geht es gar nicht gut. Seine Frau Inge nimmt es mit der ehelichen Treue nicht mehr so genau und der Bandleader Zerlett versucht Harald mit Wissen über seinen verschwundenen Vater zu erpressen. Doch bevor Zerlett den Zwergenaufstand proben kann, will Schmidt zum Gegenangriff blasen. Der Mann heißt Zerlett. Zerlett. Ja, wie Gangster, nur mit Z-E-R-L-E-T-T. Ja, ich brauche alles über ihn. Drogen, Weibergeschichten, Männergeschichten, Kindersex, GEMA-Betrug. Ob er schon mal bei Heck aufgetreten ist, einfach alles. Ja, natürlich Altes. Tschüss. Der macht mich nicht fertig, Özgür. Der nicht. Ach, dich doch nicht, Chefe. Ach, Özgür, mein treuer Fahrer. Fahr mich heim. Zu Inge. Zu Inge? Gern, Chefe. Harald, entschuldige, dass ich hier so reinplatze, aber ich muss mit dir reden. Es ist nämlich so, ich weiß da einige Dinge über dich. Hm? Ja, das ist gut. So machen wir's. Auf geht's. Inge. Inge. Schatz. Der Heizkörper ist auch noch schmutzig. E você acha que eu estudei 9 anos jurista no Brasil pra estar aqui limpando casa pra você, Harald? Harald, entschuldige, dass ich hier so reinplatze, aber ich muss mit dir reden. Helmut, komm, setz dich zu mir. Was kann ich für dich tun? Harald, ich will... Mehr Geld? Nein. Mehr Sex? Nein. Mehr Zeit für deine Familie? Nein. Studieren? Nein. Ein anständiger Mensch werden? Falsch, Harald. Ich will mehr Text. Und wenn ich den nicht kriege, dann sage ich allen Leuten. Kinderlein, du sagst doch, Mutti, schon. Wie geht das mit dem Voodoo? Ich erinnere mich nicht mehr, wie das funktioniert. Dann sei allen Leuten. Entschuldige, Harald, dass ich einfach zu dir reinplatz, aber. Só uma cumba mesmo pra acabar com a raça de vocês. Eu odeio vocês. Olha as flashes. Fliegt Inges fauler Zauber auf? Findet auch Harald dunkle Flecke in Helmuts Vergangenheit? Wann macht Zerlett ernst? Das alles in der nächsten Folge vom Kapitol Klar. Ja, auch für mich immer wieder schockierend. Unser Experiment, meine Damen und Herren, läuft. Wie kalt ist es wirklich draußen? Wie kalt muss es sein, damit ein Goldfisch oder eine noch nicht ganz fertige Götterspeise erste Reaktion zeigt? Der Versuchsaufbau, unsere Pamela überwacht ihn und ein Wachmann überwacht Pamela, die den Versuchsaufbau überwacht, damit uns da nicht schief geht. Und wir schalten jetzt mal live raus auf den Hof. Pamela? Ja, Harald, schauen wir mal. Hier haben wir die Götterspeise, die ist nicht eingefroren. Hier ist der Goldfisch, dem geht's auch gut. Und dem ist wohl mächtig kalt geworden. Aber er hat gut aufgepasst. Alles dreht sich heute Abend bei uns um Tom Hanks, meine Damen und Herren. Tom Hanks. Und selbstverständlich ist der Besuch von Tom Hanks bei uns auch Thema der erfolgreichsten Serie aller Zeiten. Demnächst in Sat 1. Demnächst in Sat 1. Die dicken Kinder von Landau. Folge 144. Mamas Philadelphia hat so Flecken.
Marie, Marie Lichtmess. Ja, Marie Lichtmess. Da haben früher übrigens die Knechte gewechselt. Mhm. Habe ich mal gelesen, Bauernkalender. An Maria Lichtmess haben die Knechte gewechselt. So eine Art Transferliste eröffnet. Ja, es ist so. Viele sagen vielleicht, Moment mal, drei König gestern, ist das nicht ein Thema, das man noch ein bisschen reflektieren könnte? Sie haben so wahnsinnig recht, meine Damen und Herren. Und wir freuen uns sehr, einen großartigen Kollegen, der schon mehrfach bei uns zu Gast war, heute wieder, nur einen Tag nach dem Dreikönigsfest, live begrüßen zu dürfen. Unser wunderbarer Kollege aus München, Michael Mittermeier. Ich höre gar nicht mehr auf. Ich muss es ja immer wieder zugeben, ich bin ja so ein alter Fernsehkiffer, so gutes Woltens Gras aus Woltens Mountain von damals noch. Und habe ich letztes Mal im Fernsehen einen Bericht gesehen über echte Kiffer, über Katholiken. Es ist erwiesen worden, dass im katholischen Kirchenweihrauch drogenähnliche Substanzen enthalten sind, halluzinogene Stoffe. Na? Und die können Hai und sogar übermäßiger Weihrauchsmissbrauch kann süchtig machen. Na? Immer mehr ist die Rede von Weihrauch- und Myrrhe-Junkies. Und die katholische Kirche streitet es immer noch vehement ab. Aber wenn ich dann beim Gottesdienst immer so zufrieden lächelnde Pfarrer beobachte, so... Dies ist der Leib Christi, wir trinken Blut. Ne? Meines Erachtens weiß die katholische Kirche ganz genau um die Wirkung von Murray Crack. Ja. Die wollen so den Gottesdienst für den Jugendlichen wieder attraktiver machen. Vorne steht der Pfarrer, schwenkt seinen Weihrauchpott, die Maria-Empfängnismischung. Und in den ersten Reihen die Jugendlichen... Aber wenn das wirklich stimmt mit diesen Church Trucks, dann waren die heiligen drei Könige die ersten uns bekannten Drogendealer. Ja, hey! Ist ja auch wahr, ne? Die haben damals in Bethlehem die erste große bedeutende Drogenparty gefeiert mit den Hirten. Das waren ja auch lauter Ökos, Alternative und so Zeugs, ne? Und die heiligen drei Könige selber, die waren ja voll auf Myrrhe. Und so fügt sich alles logisch zusammen, was ich in der Heiligen Schrift gelesen habe. Die heiligen drei Könige, Kaspar, Balthasar und Melchior, zogen durch die Wüste und folgten einem hellen Stern. Den nur sie sahen. Hey! Ich meine, stell mir das mal vor, wie die drei so völlig stoned durch die Wüste ziehen. Melchi, Kasperl, seht! Der Stern, wo Balti, wo Melchi, Melchi, da, da, hey, der Melchior, das war so ein schwarzer Rapper aus der Jerusalem Bronx, ne? Yo man, a fucking star. Wow. Mein Gott! Ah. Dann sind die alle nach Bethlehem gekommen, haben den Stall voll zugeraucht. Ne? Das Jesu-Kindlein hat sofort aufgehört zu schreien. Und dann haben die alle zusammen noch einen Engel gesehen. Melchi!
Melchi Kasperl seht ein Rauschgiftengel. Rauschgiftparty. Yo, man, a motherfucking angel in the fucking sky. Hey, und dabei. Hey, dabei war das gar kein echter Engel, sondern nur ein durchgeknallter Hirte, der zu viel Red Bull gesoffen hat. Schön, dass du noch so knapp vor einem großen Auftritt in Berlin hier bei uns vorbeigekommen bist. Ja, ja, genau. 8. bis 19. Januar, ist das richtig? 8. bis 19. Januar im Spiegelzelt in Berlin, also ab morgen bis zum 19. Januar in Berlin. Spiegelzelt bei der Vernunft. Ja, ist hoffentlich gut geheizt bei den Temperaturen, oder? Ja, doch, es geht schon. Also schlimmer wie Pamela kann sie nicht werden. Ne? Toi, 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 okay. Komm wieder. Michael, danke. Michael, danke dir, servus. Mein nächster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ist derzeit die absolute Nummer 1 in Hollywood. Er war in einer Reihe der erfolgreichsten Filme überhaupt mit dabei, meine Damen und Herren. Und er hat die Hauptrolle gespielt in den Filmen Philadelphia und Forrest Gump. Und für beide Hauptrollen gab es den Oscar, und zwar unmittelbar in den Jahren hintereinander. Das ist ganz, 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 ganz selten. Einer der größten Hollywood-Stars überhaupt. Heute Abend bei uns, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, Tom Hanks! Ich bin gerade von Düsseldorf rübergefahren und es ist kalt da draußen, sage ich dir. Tatsächlich. Ja, also ganz offen fahren natürlich in der Corvette. Ganz kalt. Das empfehle ich jetzt nicht zu der Jahreszeit. Aber ich meine, es sah absolut cool aus, wie Sie dann hier reingekommen sind. Ich meine, das ist Hollywood, wie wir es lieben. Oder? Hier ist Oscar. Ja. Der Schal. Und hier ist hier. Das nochmal so kurz auf die Fans zeigen. Kennedy und so, das ist Hollywood, das lieben wir Deutsche. Deshalb sind Sie so erfolgreich hier bei uns. Nicht nur kalt draußen, sondern cool mental. Ja. Well, you know, naja, man versucht eben, sein Bestes zu bringen. I made a couple of films. Ich habe ein paar Filme gemacht, die waren vielleicht gar nicht schlecht. Also, was soll's? You got a movie star cool school. Man hat ja auch eine Schule, damit die Stars richtig cool werden. Yeah. Wir lernen da, wie wir cool sind. The wie wir cool werden. You're always a little nervous. Am ersten Tag ist man immer ein bisschen nervös, denn man trifft da die ganzen Kevin berühmten Costner, Typen. Kevin Costner, da triffst du Tom Hanks, Tom Cruise, Tom Hanks. Und dann lernt man, wie man cool ist, wie man cool macht. Aber das war großartig. Jetzt sagen natürlich alle, mein Gott, diese Hollywood-Stars, bei diesen Temperaturen kommen sie im Gabri. Wie das bei uns heißt. Ja? Aber
Diese Corvette, dieses Auto hat natürlich jetzt eine ganz wichtige Funktion auch für Ihren neuen Film. In 1964 nämlich war das coolste Auto überhaupt auf dem ganzen Planeten ein Chevrolet Corvette. Ohne Zweifel, das war das Auto. Und war das für Sie damals so ein Traum, dass eines Tages, wenn ich ein großer Star bin, dann will ich dieses Auto haben? No, I wanted a Volkswagen. Naja, ich wollte einen VW-Bus haben. Ja, ein VW-Bus. Hippie? I got a. When I finally made some money. Als ich dann anfing, Geld zu verdienen, habe ich meinen Buchhalter, meinen Steuerberater gefragt, ob ich jedes Auto kaufen könnte. Und sie sagten, ja, alles, was du willst. Was hättest du gerne? Und ich habe gesagt, ich hätte gerne einen VW-Camper. Wollte ich schon immer haben, ein Campingfahrzeug. Ein VW-Bus. Deswegen habe ich mir einen VW-Bus gekauft, das Campingfahrzeug. Aber ich bin nie zum Zelten, zum Camping gefahren. Ich bin nur rumgefahren in Los Angeles, so ungefähr. Das Lenkrad war etwa einen Meter groß, einen Meter im Durchmesser. So sah es aus. Und da drüben war dann die Schaltung. Ich bin also wie ein Verrückter so rübergefahren, wie ein Busfahrer. Ja. Wenn das jetzt VW hört, die drehen durch vor Begeisterung. VW, wenn ihr es hören, Lopez. Ja? Der nächste Golf, Tom Hanks. Ja. Großartig. Nein, Sie haben in zwei der erfolgreichsten Filme überhaupt die Hauptrolle gespielt, in Philadelphia, in Forrest Gump. Und jetzt zum ersten Mal ein Film, der am 23. Januar in Deutschland Premiere hat. Kein einfacher Titel für uns solche. That Thing You Do. Yes. Right. Yes. That Thing, TH ist für uns deadly. Hard for that thing you do. Schwer für die Deutschen. That thing you do. You do. That thing. Okay. Sie haben das Drehbuch geschrieben. Das Drehbuch geschrieben zum Film. Yes. Und selbst Regie geführt. Ja. And Sie spielen einen Manager einer Band. Wir zeigen einen kurzen Ausschnitt, damit Sie sehen, worum es geht in dem Film. That Thing You Do. That Thing You Do ist die am schnellsten aufsteigende Single in der Geschichte des Playtone-Labels. Und morgen früh seid ihr Wonders landesweit in den Charts auf Platz 7 geklettert. Oh. Setz deine Brille auf, deine Sonnenbrille. Gib ihnen, was sie wollen. Ja. Wo ist die Limo? Wo ist die Limousine? Okay. Sind Sie ein so großer Musikfan oder wie kam es zu der Idee für diesen Film? Ich habe damals eine Dokumentarsendung gesehen über die Beatles, vielleicht vor 12 Jahren. Und ich habe es gar nicht erkannt oder gar nicht gewusst damals. Es gab eine Tournee, wo Harald dabei war, glaube ich. Und die waren damals in Australien und in Japan, 1966, glaube ich, war das. Und Ringo hat damals Mandelentzündung oder irgendwas bekommen. Sie haben ihn ersetzt. Sie haben einen anderen reingebracht. Er hieß, glaube ich, Jimmy Nichols als Ersatz für Ringo Starr. Und da waren John, Paul, George und Jimmy. Und ich habe mich immer gefragt, was läuft denn bei ihm ab im Kopf? Was hat er gedacht? Hey, vielleicht stirbt der Ringo, denkt er. Und vielleicht werde ich dann Nummer 4 werden bei den Beatles. Und ich habe gedacht, Junge, was wäre das für ein Gefühl, wenn der Schlagzeuger ausgetauscht wird und damit natürlich auch ein Schicksal neu gestaltet wird. Jetzt spielen Sie den sehr strengen Manager dieser Band. Sind die Musiker jetzt in Amerika oder begleiten die Sie auf der Tournee jetzt für den Film? Nein. Die Band ist ja hier bei uns. Ich glaube, die sitzen irgendwo da, die Jungs. Ja, da sind sie doch, die Kerle. Da sind sie doch. Das sind sie. Guy Patterson, der Schlagzeuger.
Dann Lenny. Lenny. Guy Patterson. Guy Patterson, Scott, Lenny, Tom Everett Lenny Scott, Hayes, Steve Zahn, Jonathan Scheck, Steve Zahn. Da sind Jimmy, sie alle. Jimmy, Jonathan Scheck, wie gesagt. Und natürlich die wunderbaren Bräute, die sie bei sich haben. Immer, Frau, da fällt mir ein, diese Geschichte mit den Beatles. Ich glaube, dass ich kurze Zeit auch mal bei den Beatles gespielt habe, wenn ich mich recht erinnere. Weiß ich, ist das in Amerika bekannt? Nein, das habe ich echt nicht gewusst. Das ist uns völlig entgangen. Habe ich den kleinen Videoausschnitt hier vielleicht für Herrn Hengst mal ganz interessant? Ja, das sollten wir uns doch anschauen. Jetzt weiß ich's. Yoko Ono sein. Yes, yes. I remember it's ich kann mich Ringo erinnern, really damals ist ja Ringo mit diesem Gerät mit Tambourine nicht zurechtgekommen. Wie ist das für diese jungen Schauspieler, die mit einem so großen Star arbeiten als Direktor? Die haben doch Angst, oder? Da steht der zweifache Oscar-Gewinner als Regisseur, als Drehbuchautor und so. Haben die Angst vor ihnen? Haben die gezittert am ersten Tag? Mussten die zusammengeschrien werden, um überhaupt die Leistung zu bringen? Waren sie streng? No, I think they just nein, 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 die haben mich einfach ausgelacht, die Jungs, die ganze Zeit. Die saßen da mit dem Drehbuch und haben so gelernt, was sie sagen sollten. Sie haben mich da in der Ecke gesehen und ich habe dabei gekotzt, weil ich so nervös war. Ich bin dann rübergegangen, habe sie gefragt, ob sie soweit seien, ob wir anfangen konnten. Und dann guckten die mich so an und sagten, hey, hey, jetzt kommt der Junge. Jetzt kommt er zu uns, also jetzt müssen wir arbeiten. Und ich meine, wie ist das, wenn man als Schauspieler, der so wahnsinnig erfolgreich zum ersten Mal Regie führt und dann auch noch eine kleine Rolle spielt, wie kann man das überhaupt, Sie stehen doch unter wahnsinnigem Druck. Well, no, actually, nein, nein, überhaupt nicht. Kind of, überhaupt nicht. Das ist sogar leichter. Es war frustrierend, nämlich nicht dabei zu sein. Es hat sehr viel mehr Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen und alles wirklich durcheinander zu bringen, als Mr. White, als der Manager. Ich habe mich also sehr cool angezogen. Die Haare sahen immer gut aus und ich trug einen schönen Ring, ein echter Manager eben. Und deswegen war es natürlich immer schön, auf die andere Seite der Kamera zu gehen und zu Schauspielern. Singen Sie auch in dem Film? Soll ich lachen? Nein, nein, nein. Es gibt in Amerika eine klare Richtlinie, dass man nicht singt. Ich zumindest nicht. Aber Sie sollen ganz gut Gitarre spielen können, so, ja? Ist das richtig? I know the same three chords. Nun, ich kann die gleichen drei Chorde auf der Gitarre spielen wie Sie vielleicht auf der Tambourine da. Sonst nichts. A, D und E7. Yes, yes. Ja, aber ich meine, genau. Sure. Dann kann man alles spielen, wenn man das weiß. Buddy Holly. Buddy Holly. Bob Dylan. Kann man spielen. Bob Dylan. Helmut. Helmut. Helmut kann man auch nachmachen. Es reicht. Wo ist jetzt? Sie sind ein Familienmensch. Und haben Sie Ihre Familie mit auf dieser Tournee oder ist sie in Amerika? Nein. Nein, die sind nicht bei mir, die sind in Amerika. Die sind zu Hause und die Kinder gehen ja alle zur Schule. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn der Papa aus Germany ein kleines Erinnerungsfoto mitbringt. Das häufig unsere internationalen Gäste mal ein kleines Erinnerungsfoto für die Verwandten zu Hause, weil Heidelberg und Schwarzwald und so. Das ist also schön, wenn Germany is beautiful. I did ja, promise them, you das habe ich Ihnen auch versprochen, dass ich also etwas mitbringe. Wir könnten das machen Erinnerung. Mit unserer wunderbaren Assistentin Pamela. Pamela, das ist ja noch... How you doing? Wie geht's, Pamela? Ach, das sind noch die Fotos von den Leuten, die kürzlich hier waren. Das sind unsere O.J. Simpson. Ja. Und it was, Germans loved him. Yes. Yeah. And Prince hat sich gleich komplett auf den Fotokopierer gelegt. The artist formerly known, he now is Kafka. Und bei Michael Jackson hat der Kopierer irgendwie gesponnen. Das eine ist so dunkel geworden. Das hier. Ja. Das ist ja. Das ist ärgerlich. Und,
Ja. Kennen Sie sie hier? No. Nicht Pamela, oder? Ein kleiner Tipp? Nein, auch nicht Helmut. Ein kleiner Tipp? Vielleicht? Don't cry for me, Argentina. Jetzt weiß ich es. Jetzt erkenne ich sie auch. Madonna! War hier. Das war schön. Darf ich dieses Bild vielleicht als Souvenir mitnehmen? Ja, es ist aber, glaube ich, extra Gepäck im Zoll. Ja. So, dann würde ich sagen, machen wir vielleicht hier das Foto. Das ist eine deutsche kleine Pocketkamera. Und einfach den Kopf hier drauf, ich hau den Deckel runter, schalte an und dann haben wir das Foto. Just stick my head on there. Yes. Mein Kopf also. No, close your eyes. Very important, close your eyes. Just right here. Yes. Genau hier, ja. Never done this before? I know, honestly have great. Habe ich noch nie gemacht. Americans love it. Please close your eyes, Mr. Hanks. Always the trouble with the insurance. Are you ready? Go. That thing you do. Hey, it works. Okay. Are you all right? Yeah, I'm fine. Did it come out? Look at this. That's not very good. I mean, this is perfect. Aber nicht sehr gut. This is perfect. Huh? Wonderful. Is it upside down? Vielleicht falsch rum, andersrum, so. What's it look like upside down? Es sieht so aus, als sei ich auf dem Kopf, wie ein Truthahn. But it's wonderful. $20 million. Huh? Am Morgen. Sign it and very, very wertvoll. Yeah. Great pleasure to have you with us. Good luck. Thank Please you. Come back. Pleasure. Thank you very much. Yeah. Come in. Dankeschön, gute Nacht. Tschüss.